Hallihallo, ich bin's wieder, die Sunny von Sunnys Bastel-Eck und heute wird's bei mir endlich ein bisschen weihnachtlich. Ich möchte mit euch heute einen Adventkalender basteln und zwar wollte ich das eigentlich schon letztes Jahr machen. Deswegen, der Blog ist auch noch vom letzten Jahr. Einen Bilderrahmen mit Boxen rundherum. Das habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen. Auf jeden Fall möchte ich das auch gern basteln. Und zwar mit dem Papierblock, den habe ich vom Action. Und ich habe auch schon einiges vorbereitet, weil sonst wird das den Rahmen sprengen. Aber ja, ich würde sagen, wir legen los. Also ich habe mir schon einiges vorbereitet, wie gesagt. Diesen Papierblock, da habe ich mir schon ein, zwei Sachen herausgenommen. Ich zeige es euch einmal kurz. Vor diese drei Papiere für die Boxen. Hat mir einfach gut gefallen. Ihr seht, da bleibt eigentlich noch einiges übrig und ihr könnt locker noch einen zweiten basteln. Dann habe ich mir als Akzent Glitzerpapier in Gold hergenommen. Dann gibt es da noch in dem Papierblock sehr coole oder nette Motive zum Ausschneiden. Da habe ich mir auch schon ein paar ausgeschnitten. Ob ich sie verwenden werde, weiß ich nicht, aber ich habe sie mir mal ausgeschnitten. Und dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen schon zurechtgeschnitten. Das zeige ich euch aber im Laufe des Videos. Ich würde sagen, wir fangen einmal an. Ich lege den Block zur Seite. Und wir fangen einmal mit den Grundboxen an. Dafür brauchen wir ein Papier. Da habe ich ein bisschen rumgedüftelt, weil ich wollte das natürlich so platzsparend wie möglich machen. Und habe jetzt die Boxen so kreiert, dass man zwei Boxen aus einem A4-Bogen auskriegt. Das Maß hat 14 x 21 cm, also die kurze Seite vom A4-Blatt passen zwei nebeneinander. Oder es gehen sich zwei nebeneinander aus. Und da falls wir mal an der kurzen Seite bei 4,5 cm und bei 9,5. Dann drehen wir uns das um 90 Grad und falzen wieder bei 4,5, bei 9,5, bei 14 und bei 19 cm. So. Das wäre es schon gewesen. Das Falzbrett kann nochmal zur Seite. Also, das brauchen wir 24 Mal. Ich habe die anderen schon gebastelt. Ich kann das Falzbrett weglegen. Ihr müsst dann noch 23 weitere falzen. Dann nehmen wir uns eine Schere zur Hand und fangen einmal an zu schneiden. Und zwar haben wir oben einen schmalen Streifen, der 2 cm hat. Das ist die obere Seite, da werden wir uns dann den Schließmechanismus machen. Und jetzt ist mir dann gleich noch was eingefallen. Wir müssen uns eine Markierung setzen, die mache ich mit dem Falzbrett. Und zwar, also ihr könnt das mit Bleistift machen oder mit dem Falzbrett, so wie ich. Es bleibt euch überlassen. Und zwar an der die schmale Seite liegt einmal oben. Also die schmale Seite oben angelegt und der 2 cm Streifen ist oben. Dann falze ich mir bei 2,5 cm bis zur dritten Falz und auch bei 11,5 bis zur dritten Falz. Dann drehe ich mir das Ganze und falze mir nur bis zur ersten Falz bei 2,5 und bei 11,5 auch noch bis zur ersten Falz. Das sind meine Guidelines, also Markierungspunkte, Markierungslinien, entlang derer ich dann schneiden werde. Das kann man sich dann auch mit Bleistift anzeichnen, aber ich mache das ganz gerne mit dem Falzbrett. Und dann fangen wir an. Ich habe jetzt die Seite mit dem schmalen Streifen unten und dann können wir uns einmal die Falzlinie nachschneiden, die wir uns gerade gezogen haben, also die Markierung,
schneide ich mir mal ein bis zur dritten Falzlinie und dann schneide ich mir die Querfalz, die dritte, quasi raus. Dann kann ich mir da schon einmal eine Klebelasche kreieren. Bei der übrig stehen gebliebenen kurzen Falzlinie schneiden wir uns auch einen Keil raus, sodass wir uns da eine Klebelasche kreieren. Und hier bei der ersten Querfalz, bei der kurzen, schneiden wir gerade ein. Und zwar so, dass wir die Falzlinie wegschneiden. Genauso an der kurzen Seite. Und so verfahren wir auch gegenüberliegend auch. Also ich schneide mir die Markierungsfalz weg. So. Dann schneide ich mir an der dritten Falz die Falzlinie weg, kreiere mir da Klebelaschen, indem ich mir die Keile rausschneide. Und da schneiden wir uns die Falzlinien gerade weg. Das war es noch nicht ganz. Zack. Und an der unteren Seite machen wir es quasi gleich. Also die Markierungsfalzlinie wegschneiden. Dann schneiden wir uns da wieder entlang der Falzlinie gerade ein. Den Keil rausschneiden. Ein bisschen schöner vielleicht. Und auf der gegenüberliegenden Seite wieder gleich. Also entlang der Falzlinie einschneiden. Und die Keile rausschneiden. So, Papierschnipsel kommen gerne mal weg. Dann nehmen wir uns ein Falzbein. Ich raste aus. Meine Kamerahalterung mag nicht mehr so, wie ich will. Irgendwie, vielleicht ist mein Handy anhand der Daten schon zu schwer. Who knows? Auf jeden Fall macht sich die Handyhalterung dann immer selbstständig. Und auf einmal ist mein Bild nicht mehr da, wo es sein soll. Ein wenig ärgerlich. Aber naja, ich hoffe, ihr habt es jetzt trotzdem gesehen. Dann falzen wir uns mal alle Falzlinien nach. Wenn wir die Falzlinie nachgezogen haben, nehme ich mir so einen Eckenabrunder und rund mir oben mal die Klebelaschen, also nicht die Klebelaschen, die Einstecklaschen vom Verschluss ab. Dafür falte mir die zwei Flügel dann einfach nach innen und dann falte mir das obere nach innen und rund mir auch auf der Seite das Ganze ab. Dann lässt sich nämlich am Ende die Box besser öffnen und schließen. Und auf der gegenüberliegenden Seite mache ich mir einen Eingriff. So. Das lege ich mir so hin. Also wer so einen Stanzer hat, den habe ich vom Action, ist für Umschläge und Kuverts basteln. Man kann sich damit sowas machen, man kann aber natürlich auch einfach mit einer Kreisstanze nur einen Halbkreis ausstanzen, geht auch, oder man lässt es ganz weg. Das bleibt jedem selber überlassen, je nach Geschmack. Und dann können wir die Box auch schon zusammenkleben. Dafür falte ich mir die Flügel an, meine Klebelaschen nach innen, nehme ich mir mein Flüssigkleber. Und gehe mir mal auf alle vier Kanten Flüssigkleber drauf. Schau, dass ich an den Kanten schönen Flüssigkleber drauf gebe, dass sich das dann am Ende auch schön schließt.
Und dann kann man die Box schon zusammenkleben. So. Dafür falte ich mir den Deckel einmal nach hinten und dann gehe ich ringsherum und drücke mir die Box schön fest und schaue, dass ich da schön entlang der Falzlinie bin, nicht überstehe, dass das einen schönen, sauberen Abschluss hat. So, genau. Gut, am Flüssigkleber ist, sage ich glaube ich fast jedes Mal, dass man nur ein bisschen ruckeln kann, weil lieber mit Klebeband, doppelseitigem Klebeband oder an anderen Klebemittel arbeitet. Da kann man mal verwenden, was man mag, mit was man am liebsten arbeitet. So, und dann klappen wir noch die Außenflügel nach innen, die vorne den Verschluss rein und dann ist die kleine Schachtel auch schon fertig. Und das Ganze braucht man dann, wie gesagt, 24 Mal. Das habe ich jetzt dann schon vorbereitet. Was ich mir auch schon vorbereitet habe, sind kleine Aufleger. Die haben das Maß 4,5 x 4,5 cm und das können wir auch gleich aufkleben. Wie gesagt, ich habe mir das Ganze schon vorbereitet. So sollte das Ganze ausschauen und wenn ich es noch ins Bild kriege, ist es perfekt. Genau. Das sind meine 24 Boxen, die ich schon vorbereitet habe. Und zwar habe ich, ja, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zweimal die Boxen in 7er Reihen zusammengeklebt und zweimal jeweils 5 Boxen. Wobei die Box muss ich jetzt da noch ankleben. Das mache ich jetzt gleich mit euch. Und ich habe das Einzige, auf was ich geachtet habe, eigentlich sind es mehrere Sachen, auf die ich geachtet habe, aber hauptsächlich wichtig ist, dass man sich vorher überlegt, in welche Richtung man die Boxen öffnen möchte. Zeige euch klar, also so einfach die Seitenteile miteinander verkleben. Da ist jetzt keine Hexerei dahinter. Schauen, dass man vorne und hinten bündig ist, andrucken, fertig. Und dann kann man auch schon die Boxen wieder verschließen. So. Und so. Genau. Und so schaut das jetzt dann aus, wenn sie fertig sind. Das wird jetzt dann natürlich noch wo festgeklebt. Da habe ich mir auch schon was vorbereitet. Aber zuerst möchte ich euch das jetzt noch erklären. Mein Kleber kurz reinigen. Das ist meine Unterseite. Also das Ganze wird ja dann so aufgestellt. Als Bilderrahmen. Und die unteren möchte ich so öffnen. Also von oben nach unten. Und die Seiten von außen nach innen. Und die Eckteile unten, ich habe extra unten Sieberne. Man könnte natürlich auch so Sieberne und den in der Mitte noch zusammenpicken. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe es halt so gemacht. Kann man auch anders dann picken, wie man mag. Man kann sie ja alle dann erst auf den Rahmen aufkleben, das geht natürlich auch. Ich habe auf jeden Fall darauf geachtet, die Seitenteile auch dann seitlich von außen nach innen zu öffnen und die obersten alle von oben nach unten, sowie die untere Reihe. Was ich dann noch vorbereitet habe, ist an der Innenseite habe ich mir eine Streifen zurechtgeschnitten in einem Farbkarton, den ich passend finde. Zum Designpapier und zum Hintergrund vom Bilderrahmen. Die Streifen habe ich
4,4 mm, weil man klebt ja doch nicht immer hundertprozentig. In der Breite und in der Länge sind es bei den 5, also sind es für innen 25 cm. Habe auch da 1-2 mm weniger gemacht, einfach nur, dass es einen schöneren Abschluss hat, als dass es dann irgendwie in der Kante noch zusammenwurschtelt und nicht schön ausschaut. Also es sind 4,4 × 24,8 in etwa. Je nachdem, wie sauber man klebt, schaut das dann auch schöner aus. Ist meine persönliche Meinung. Und da am unteren Teil schaut jetzt ein bisschen komisch aus, weil es noch nicht angeklebt ist. Aber dadurch ich da meine Eingriffe habe, wollte die natürlich nicht überkleben und habe mir das einfach angehalten mit dem Bleistift ein bisschen eingekürzt. Kann echt deswegen auch nicht sagen, wie hoch genau das Ganze jetzt in Wahrheit ist. So, und jetzt kommt der Teil, wo ich selber noch nicht so ganz weiß, wie ich es machen werde. Und zwar, ich habe da was vorbereitet. Einmal habe ich mir Designpapier auf einen Karton drauf gegeben. Der Karton, den habe ich so jetzt in der Größe, in der Breite hat er 29,7, also die Höhe von A4 und in der Höhe 35 cm. Wer das daheim hat, ich habe es nicht gehabt, wäre natürlich 35 mal 35 cm optimal. In meinem Fall steht jetzt hinten dann die seitlichen Boxen etwas über, wenn man sich das so anschaut. Aber das macht nichts, ich werde das dann im Hintergrund vielleicht noch kaschieren. Aber es wird wahrscheinlich so an der Wand stehen, deswegen wird das nicht stören. Und was ich noch gemacht habe, ich habe mir so eine Lichterkette beim Teddy gekauft und habe die Lichter, die einzelnen LED-Lamperlern, sieht man das, da so durchgefrimmelt und hinten beklebt und das Ganze auch hinten schon ein bisschen kaschiert. Und das kann man dann einschalten und dann leuchtet das. Finde ich ziemlich cool, bin gespannt, wie es am Ende ausschaut. Auf jeden Fall fangen wir jetzt da mal an. Jetzt brauche ich nur irgendeinen Ausgleich zum Hinlegen. Das wird mir so, naja, wackelt es halt. Wir fangen einmal mit der unteren Reihe an. Die werde ich mir da jetzt vollflächig mit Kleber beschmieren, wobei nicht vollflächig, also nicht ganz, weil ich habe ja ein bisschen Überstand mit meinen Boxen. Und da geht es jetzt wirklich nicht mit dem Kleber, weil das muss ja dann auch noch einiges an Füllmaterial aushalten. Da bastel ich, hallo Magnete. Da passt ja wirklich einiges an Kleber. Oh Maria, einiges an Füllmaterial ist das Wort, was ich gesucht habe. Rein. Ich brauche noch kurz ein Taschentuch. Vor lauter Reden habe ich nämlich natürlich auch vergessen, dass ich nicht so weit mit dem Kleber drüber sollte. Und jetzt gehen wir das schön bündig, also in meinem Fall, an die Unterkante bündig auf. Und so gehen wir eigentlich ringsrum.
der Rahmen ist schon fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Dekorieren. Und dafür, wer mitgeschaut hat, ich habe da oben noch nicht mein Cardstock zum Verkleiden drauf geklebt, wollte ich schon machen, aber ich hatte da so süße Elemente ausgeschnitten, die ich da vielleicht noch runterbaumeln lassen möchte. Muss ich mal schauen. Also ich habe einiges vorbereitet. So einen Hirsch, aber Bäume, die möchte ich mir da noch so raufgeben. Dann habe ich mir natürlich da für die Mitte Happy Christmas and a Wonderful New Year. Voll das schöne Bild. Und die Bäume mit dem Hirsch haben wir gedacht, das passt da ganz gut dazu. Mal schauen. Und dann wollte ich ein paar von diesen Keksen und Zimtsterne oder was das da ist, da noch so runterhängen lassen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht gar zu voll wird. Mal schauen. Na, da hätte ich noch einen. Das überlegen wir noch für später. Die anderen Sachen gehen wir zur Seite. Und dieser schöne Adventkranz, den möchte ich mir da auch noch hergeben. Mal schauen, was dabei rauskommt. Also ich habe jetzt doch gegen den Hirsch und die Bäumelein und so entschieden und auch gegen die Kekse, die von oben runterbaumeln, weil ich finde einfach das Bild so stimmig mit dem Licht rundherum, dass ich das für sich gern wirken lassen möchte. So, hoch. Und jetzt fehlen natürlich noch die Zahlen. Die habe ich auch schon vorbereitet und zwar habe ich da meine kleinen Minimis als hilfreiche Helfer dabei gehabt, die mir ganz brav die ganzen Etiketten ausgestanzt haben. Und da gehe ich jetzt einfach so vor, also ich verteile die einfach mal kreuz und quer. Ich habe das Ganze mit Glitzer, goldenem Glitzerpapier, eine Kreisstanze ausgestanzt. Und dann eben diese weißen Etiketten ausgestanzt. Die Glitzernummern, die habe ich mit meinem Schneideplotter ausgeschnitten und dann raufgeklebt. Das ist nämlich Glitzerpapier vom Action. Glitzer-Sticker-Papier tatsächlich vom Action, was ich sehr cool gefunden habe. Ist ein bisschen schwierig zum Bearbeiten gewesen mit dem Plotter. Aber wie ich dann endlich die richtige Einstellung gehabt habe, hat das dann tadellos funktioniert. So, genau, die Nummern verteile ich mir da jetzt und gebe die dann einfach mit einem Dimensional auf den Deckel drauf. Und dann habe ich noch was vorbereitet. Nehme ich eine kleine Zweige, die habe ich jetzt aber extra noch nicht raufgeklebt, weil ich die im Hintergrund gehen wir die Zahlen aus. 23, 24. So, zeige ich. Heute rede ich voll und mache nichts. Solche kleinen Zweige haben wir vorbereitet. Die möchte ich gerne im Hintergrund noch drauf geben, weil das passt zum Designpapier da dazu. Zu den Designpapieren da auf den Boxen. Nur wenn ich die jetzt da schon fix fertig drauf geben hätte, dann blockiere ich mir da immer die andere Box. Also je nachdem, in welche Richtung dann mein Deckel aufgeht, werde ich das dann noch im Nachhinein
oder jetzt mitten dimensional eben da drauf geben. Und das mache ich jetzt, und zwar im Schnelldurchlauf. So, jetzt wäre er fertig dekoriert, mein erster Adventkalender für diese Saison. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Reinpassen tun da übrigens sehr, sehr viele Sachen, also diese Lindor-Kugeln, Rocher, Mangerie, Schokolade, alles mögliche an Pralinen, was man so kennt. Passen aber auch natürlich so diese Badetabs oder kleine Parfümbrümchen, Brübchen oder sowas in die Richtung, passt da auch ganz gut rein, wenn man nicht immer was Süßes verschenken möchte. Genau, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Freut mich, wenn ihr jemanden inspirieren habt können, auch einen Adventkalender zu basteln und selber zu machen. Den kann man ja tadellos wiederverwenden. Ist ja nicht nur ein einmaliger Adventkalender, so wie manche andere, die man kaufen kann. Ja. Finde ich eine ganz nette Geschenksidee. Wird heuer auch wieder verschenkt werden. Jo, also, ich wünsche euch eine sehr schöne Adventszeit. Es kommt übrigens noch ein Adventkalender. Den habe ich schon auf meinem anderen Basteltisch dort liegen. Und bereite ihn vor. Und werde morgen wahrscheinlich auch schon drehen. Aber wenn er online kommt, ist es natürlich ein bisschen später. Und noch eine kleine Überraschung. Also, wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch inspirieren können. Würde mich über einen Daumen hoch freuen, wer es nachbastelt und mir verlinkt auf Facebook, Instagram. Freue mich auf jeden Fall. Daumen hoch, Glocke aktivieren und meinen Kanal abonnieren. In umgekehrter Reihenfolge vielleicht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Baba!